In dieser Videoserie geht es um das Erstellen einer parametrischen Spannbetonbrücke mit Rhino Grasshopper für die Berechnung mit Sophistic. Am Ende werden wir dieses parametrische Modell erstellt haben. Ja, wir sehen hier eine Perspektive und eine Draufsicht. Die Brücke folgt einer Achse, die sowohl im Grundriss als auch in der Gradiente gekrümmt verlaufen kann. Wir haben hier beispielsweise zunächst ein Stück Gerade, an die sich dann eine Klotoide und schließlich ein Bogen anschließt. Im Höhenverlauf ist eine Kuppe eingestellt. Wir haben parametrische Widerlager, bestehend aus Bodenplatte, Flügelwänden und einer Auflagerbank. Dann haben wir ein beliebiges Stützenprofil hier, ein beliebiges Überbauprofil, rangezoomt hier, ein vorgespannter Plattenbalken. Wenn ich noch weiter ranzoome, sehen wir, wir haben starre und auch elastische Kopplungen. Dann, wenn man nochmal von der Seite schaut, sieht man hier der Überbau, kann es mal drehen, der Überbau kann einen variablen, also der Querschnitt kann einen variablen Höhenverlauf bekommen. Dann sieht man hier auch, wir modellieren die Vorspannung, ist hier leicht zu erkennen sicherlich. Dann geben wir beispielhaft auf den Überbau eine Last, eine Gleichlast ein und zusätzlich auch noch beispielhaft ein Lastfall Stützensenkung. Das ganze Modell, was hier in Grasshopper parametrisch modelliert ist, ist dann verknüpft mit der Sophistic Statik und wird bei Änderungen in der Parametrik automatisch aktualisiert. Hier sehen wir beispielsweise die Berechnung des eingestellten Lastfalls Linienlast oder hier das Ergebnis der Stützensenkung. Ja, holen wir jetzt mal Grasshopper mit dazu und schauen uns ein paar Parameter an. Hier in der Trassierung beispielsweise. Wir sehen ja hier unten die in der Draufsicht die Längen. Wenn ich jetzt hier beispielsweise mal hingehe und die Länge der Geraden ändere, sehen Sie sofort, dass sich das System entsprechend anpasst oder ich ändere die Klotoidenlänge hier von 30 mal auf 20 Meter und Sie sehen, wie sich das System mehr, ja, wie der Radius geringer wird. Dann können wir natürlich auch hingehen hier und den Radius einfach mal komplett in die andere Richtung setzen, also von 200 bis, also von minus 200 bis minus 200, ja, dann haben wir also plötzlich eine Rechtskurve. Dann vertikale Lage, ja gut, da ändere ich nichts, das ist jetzt die Kuppe, da wird man im Moment nichts sehen, könnte ich aber auch hier ändern. Ja, schauen wir mal von vorne drauf und Sie möchten die Stütze woanders stehen haben, okay, die steht im Moment hier bei 80 Metern, wir setzen sie auf 75 Meter, schwupps, und dann ist sie rüber gehüpft und jetzt sehen wir natürlich, dass auch das Placement und hier die Kopplungen mitgegangen sind. Der Querschnitt passt jetzt nicht. Okay, wie kann man das ändern? Querschnitt habe ich verknüpft mit einer Excel-Tabelle. Wir sehen hier die einzelnen Stationen und ich habe jetzt auf 75 Meter die Stütze verschoben und ich will 1 Meter vorher und 1 Meter nachher den Querschnitt auf 2,80 Meter haben. Ja, dann sage ich mal hier, dann bitteschön 74 Meter bis 76 Meter. Und jetzt, in dem Moment, wo ich die Datei speichere, achten Sie hier drauf auf den Querschnitt. Ich sage speichern, schwupps, ja, und es hat sich alles komplett aktualisiert. Auch übrigens die Vorspannung, wie wir sehen, hat sich aktualisiert. Die Vorspannung weiß, dass sie am Auflager einen Höhenpunkt haben muss. Was ist mit den Widerlagern? Ja, Sie wollen andere Widerlageabmessungen haben? Okay, schauen wir rein.
Wo sind die Widerlager? Hier sind die Widerlager. Eine Breite von 4 Meter ist eingestellt. Wir wollen sie ändern. Ich ziehe den Regler und Sie sehen in der Vorschau links, wie sich die Abmessung verändert. Das ist die Breite. Andere Länge einstellen. Ja, okay. Sehen wir auch hier. Wunderschön. Stelle ich mal irgendwo dahin. Dann der Überstand, also wie ist die Lage in Bezug auf das Placement hier, kann ich auch einfach mit dem Schieberegler verändern. Irgendwas so zum Beispiel. Was mit den Flügelwänden? Wo sind die Flügelwände? Hier sind die Flügelwände. Ja, Sie wollen einen anderen Abstand der Flügelwände untereinander haben. Hier ist 4,50 Meter eingestellt. Ja, kann ich wunderbar einfach hier mit dem Schieberegler verändern. Was ist mit der Höhe? Einmal die lange Seite hier von 3 Meter zum Beispiel auf, weiß ich nicht, auf 4 Meter so. Die Breite oben, ja, hier einstellbar. Stellen wir mal auf 6 Meter oder irgendwas, auf 6 Meter. Dann die Höhe, die Flügelhöhe an der niedrigen Seite hier. Das ist hier vorne gemeint, steht auf 1 Meter. Ja, kann ich hier schön verändern. 1,50 Meter, 1,60 Meter. Dann die Breite unten, das ist die Aufstandsfläche quasi. Hier kann ich auch einfach mit dem Schieberegler anpassen, 2,50 Meter. Dazwischen hat sich die Auflagerbank ja quasi einfach ergeben. Einmal durch den Abstand der Flügel und zum anderen über die Höhenlage des Fundaments. Kann ich auch einstellen. Hier Höhenlage Fundament von 3 Meter. Ja, schiebe es einfach hier runter oder rauf. Und dadurch ändert sich die Höhenlage der Auflagerbank, wie man, glaube ich, ganz gut erkennen kann. Ja, stelle ich mal auf 4 Meter ein. Ja, was ist mit dem Drehwinkel der Flügelwände haben wir auch hier. Wo sind sie? Flügelwände, Drehwinkel hier. Ja. Und ich drehe. Sie sehen, was passiert. Hat natürlich alles aus den Grenzen der Logik, aber wir können ja hier mal zum Beispiel einen Winkel von 15, 16 Grad einstellen für den einen Flügel und entsprechend für den anderen Flügel. Dann auch hier, ja, können Sie wunderbar erkennen, haben Sie alles im Griff. Stellen wir auf, ja, minus 18 oder 342 Grad ein. Und ich sagte ja, das Ganze ist verknüpft mit der Sophistik. Ich sage hier also einfach einmal Save. Das Dokument wird gespeichert. Rufe wieder die Brücke auf. Ja, wir haben noch hier den alten Stand. Wir sehen, es ist noch nach links gekrümmt. Die Stütze steht noch an der alten Stelle, die Fundamente sehen noch aus, so wie sie vorher aussahen. Und dann sage ich einfach hier einmal berechne bis Vorspannung. Und jetzt wird das System aktualisiert. Lies also die Querschnitte neu ein, die Modelldaten, dann die Lasten, die Vorspannung wird gerechnet und dann können wir uns das System wieder anschauen. Ja, und wir sehen, die Gradiente hat sich geändert. Wir sehen, das ist jetzt eine Rechtskurve. Die Stütze ist verschoben. Der Querschnitt in der Höhe hat sich verändert. Wir sehen auch die Fundamente entsprechend, wie sie jetzt sich verändert haben. Drehwinkel. Und das Ganze ist auch schon wieder berechnet. Das war eben ASE, was mir eben das Wort nicht einfiel. ASE, Advanced Solution Engineering, ist also auch schon, die Lastfälle sind berechnet worden. Hier beispielsweise Lastfall-Linienlast und hier Lastfall-Stützensenkung. Ja, ich hoffe, das motiviert Sie ein wenig mitzumachen. Wir steigen dann jetzt ein im Teil 2 dieser Videoserie bei Null und fangen dann an mit der Trassierung, also mit der Achsdefinition und der Trassierung beginnen wir. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.